So, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesem Lagerhaus. Denn das ist die einzige Option, die ich mir noch denken kann, dass ich da einfach etwas übersehen habe. Da kommt man bestimmt weiter. Ich habe mich nur zu doof angestellt das letzte Mal. Und deswegen werfen wir jetzt nochmal einen zweiten, frischen und genaueren Blick darauf. Aber erstmal muss ich heil da ankommen. Nicht abstürzen. Nein, nein, nein. Na, das lief doch gut. Nicht? Ah, da können wir noch nicht rein. Aber da unten geht's weiter. Okay. Ja, ich kenne den Weg noch. Das wäre doch gelacht, wenn wir da nicht wieder ankommen würden, nicht? Ah ja, das ist die Funkstation von der, wer war es? Emily Pope? Irgendjemand hat mir gesagt, dass ich da Hilfe rufen könnte. Ha, aber ich bin Jesse Faden. Ich benötige doch keine Hilfe. Naja, noch nicht. Wir werden sehen. Okay, da war ich schon oben, da geht es nun das Fenster. Da war ich auch schon. Nun gut, ich würde sagen, gehen wir in den Aufzug und fahren nochmal. Kleiner Haspler. Und fahren nochmal in die. War ich da schon drin? Ja, war ich. Und fahren nochmal in die oberste zu erreichende Etage. Und von da an sehen wir dann weiter. So. Bisschen Aufzugmusik. War das gerade nervig? Für mich selbst klang das sogar ein bisschen nervig. Na, was soll's. Wir sind ja da. Okay. So. Dann gehen wir mal hier raus und sehen uns die ganze Schoße nochmal mit ausgeruhten Augen an. Okay, das war der Fußweg. Ah, habe ich da schon was entdeckt? Ja. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Seht ihr, ich wusste doch, ich habe das übersehen. Also beim letzten Mal wusste ich es nicht. Ich dachte, da brauchen wir andere Fähigkeit. Aber jetzt inzwischen, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gesehen, dass ich was übersehen habe. Nicht, nicht, nicht? Ja. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Oha. Ein vom Zischen verschlossenes Portal. Na, das werden wir uns doch mal genauer ansehen. Aber jetzt erstmal hier entlang. Ich glaube, der Weg führt uns genau dorthin, wo wir hinwollen. Aber was wird uns hier erwarten? Oh. Ist das die Hexe von Blair? Ups. Kaputt gemacht. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Tut mir leid, Hexe von Blair. Tut mir nix. So, weiter geht's. Oha. Vergiss es. Na? Na? Na gut, dann übernehme ich dich halt. Du gehörst jetzt mir.
Habt ihr gesehen, wie ich das gemanagt habe? Schutzwall hoch, schweben über den Schutzwall und dann zack, die Stacheln aus dem Boden holen. Das war nice. Und hier gibt es auch eine Menge schöner Sachen. Die nehmen wir natürlich alle mit, ist ganz klar. Zack, 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 zack. Jawollo. Weg da. Schon besser. Okay, jetzt sind wir hier, wo das Zischen, oder an dem Ort, an dem das Zischen die Höhle versiegelt hat. Den Eingang, den Ausgang. Naja, da wo wir gerade waren. Okay, aber wo geht's weiter? Okay, ja. Es sieht so aus, als würde es hier definitiv weitergehen. Also checke ich erstmal den anderen Raum. Ja, besser ist das. Oha. Was ist das? Okay, von hier aus kriege ich das nicht. Oh, ein Text. Very nice. Über die 4 eingeritzten Symbole. Auf meinen Erkundungsgängen im Fundament bin ich auf ein weiteres Rätsel gestoßen. Eine faszinierende Reihe von eingeritzten Symbolen auf großen Steintafeln. Die Tafeln selbst stammen wahrscheinlich nicht aus dem Fundament, da sie aus Sedimentgestein bestehen, das sich deutlich vom bisher nicht kategorisierbaren Fels der Höhle unterscheidet. Hinter ihrem Fundort und ihrer Form scheint außerdem eine Absicht zu stecken, sodass ein natürlicher Entstehungsprozess auszuschließen ist. Aber wer war so mutig, sie an diesen Ort zu bringen? Und wofür? Ich habe eine 5 Punkte umspannende Makroverknüpfung zwischen den Tafeln entdeckt, wobei die Säule sich im Zentrum befindet. Diese Verbindungen scheinen sich über das Niveau unseres Bewusstseins hinaus zu erstrecken, bis hin in eine Astralebene, die ich nicht erkennen kann. Steht Nosmos Rat irgendwie mit all dem in Verbindung? Die eingeritzten Symbole auf den Tafeln werfen ebenfalls Fragen auf. Sie unterscheiden sich in Stil und Technik von den Höhlenmalereien, stammen also nicht von demselben Schöpfer. Sind sie eine visuelle Darstellung desselben Ereignisses? Oder stehen sie für eine Absicht, einen Wunsch, einen Plan? Sie scheinen nur aus einem Baum und der Säule zu bestehen, doch die jeweiligen Größen sind nicht konsistent. Was hat das zu bedeuten? Mir fehlen wichtige Puzzleteile und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich sie jemals auftreiben kann. Action Max Kamera GO80-UE Isolationsprozedere. Das Objekt sollte von, objektiv gesehen, interessanten Personen oder Ereignissen ferngehalten werden, da sich sein Effekt durch dramatische Vorfälle aktiviert. Beschreibung: gemandelte Eigenschaft. Eine Filmkamera für die Dreharbeiten von kommerziellen Spielfilmen. Die internen Mechanismen sind nicht nennenswert. Subjekte in der Nähe des Objekts erfahren die Wirklichkeit oft intensiver, ähnlich wie in einem Drama oder einem Actionfilm. Es ist momentan nicht bekannt, ob diese Ereignisse alternative Realitäten oder Auswüchse von Halluzinationen sind. Außerdem scheint das Objekt Aufnahmen von diesen Vorfällen zu machen und VHS-Kassetten zu erstellen, die im Stil von Kurzfilmen geschnitten sind. Hintergrund: Während ihrer Nachforschungsarbeiten erfuhren Agenten, dass ein Podcast namens Brian's Movie Den den durch das Objekt generierten Film Delivery Disaster besprochen hatte. Der Schöpfer des Podcasts, Brian Hennerman, wurde dazu verhört.
Das Personal von Movie Night, dem Laden, von dem Mr. Hanneman den Film ausgeliehen hatte, wurde ebenfalls ergebnislos befragt. Ja, super. Damit haben wir gleich wieder einiges an Hintergrundgeschichte erfahren. Das gefällt. Da lacht das Herz. Okay. Ah, schön, es funktioniert. Der Aufzug kommt. Das heißt, wir haben jetzt zu Fuß die nächste Ebene erreicht und haben den Aufzug jetzt freigeschaltet. Jetzt können wir auch immer hierhin reisen. Hoffe ich doch mal. Entschuldigung. Jedes Mal das gleiche mit mir, nicht? Ja, das Bierle. Ihr versteht? Gehört zu. Ich zocke und trinke ein Bierchen. Normal? Voll normal. Okay. Da scheinen wir nicht weiter zu kommen. Ich sehe mich lieber mal genauer um. Oder? Doch, war da eine Plattform? Ja, da ist eine Plattform. Ja, sieh mal einer an. Ach so, das ist die Plattform, zu der wir vorhin ohnehin gelangt sind. Als wir den Weg entlang gingen und ich meinte, ah, erst nochmal zurück und in die Ebene da schauen. Ja, das macht schon. Okay, wir haben nur den Weg ein bisschen abgekürzt. Very nice. Und was jetzt? Und da ist die Zischerbarriere, die wir vorhin schon durch die Wand gesehen haben. Ah, scheiße. Die Kugeln werden durch das Gitter abgelenkt. Vielleicht den Aufzug rufen. Und dass ich von da drinnen dann da hochschießen kann. Decke. Blöd. Wir müssen es irgendwie abschalten. Ausschalten. Nur wie? Ja. Die Kugeln kommen da nicht durch. Aber wie dann? Ha! So funktioniert's. Die Schleuderkraft durchdringt das Gitter, zerstört alles. Zerberstet it? Naja, ihr wisst, was ich meine. Cool, geschafft. Okay, mit dem Knoten. Und rein da. Okay, jetzt haben wir Saft, das ist gut. Aber, jetzt mal hier umsehen. Da drüben war noch ein Schalter. Eine Kiste. Ja, und das hier haben wir schon aufgesprengt. Very nice. Dankeschön. Das nehme ich mit. Okay, kommen wir jetzt noch höher? Geht das? Ja. Oberes Lager. Oha. Uiui. Uhu. Aha. Das scheint von Zischerknochen befallen zu sein. Na, da wollen wir uns doch mal drum kümmern. Lagerhaus. Oh, da geht's doch rein. Oder? Ein Durchbruch. Sprengen wir hoch.
Yeah, in your face. Super. Oh, eine Fähigkeit erhalten. Ein Fähigkeitspunkt. Für den gefundenen versteckten Ort. Ja, einwandfrei. Na, da sage ich mal Cheers, ne? Okay. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Dann tingeln wir mal. Oh, noch ein Kistle. Gut, dass ich nochmal links rumgegangen bin. Sonst hätte ich die glatt übersehen. Oh. Oh. Der Weg zum zweiten. Zum zweiten Schlüssel könnte durchaus sein. Wir werden das herausfinden. Aber erstmal kurz einen Blick hier hinwerfen. Oha. Na, lieber wieder weg. Das sieht sehr tief aus. Okay. Dann wollen wir mal. Oh oh, ein Großohren-Zombie. Boah. Der haut ganz schön rein. Haha. Wo bist du? Na komm, zeige dich. Zeig mir dein hässliches. Ja, genau so. Zeig mir dein hässliches Antlitz und ich erlöse dich. Ja, verdammt! Da muss man echt schnell reagieren, sonst ist man ganz schnell Hackefleisch. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich locke ihn da rein und dann die Spitzen. Komm, komm her. Komm genau da rein. Ja! Blute Bastard. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh. Ah ah. Very nice. Auf ein neues. Ja, ich hatte recht. Der zweite Schlüssel. Okay, ein Stückchen scheint noch zu fehlen. Ah, da oben. Okay. Hallo? Rat, seid ihr da? Okay, was zum Teufel ist hier los? Moment, ich bin wieder hier?
Oha. Das ist meine Idee. Das Auge ist schuld. Der Gestalter. Ja, wir hatten unsere Differenzen. Aber es gibt mir etwas, das ihn mir verwehrt. Jawollo, da ist sie. Die zweite Gabe, das Brechen. Very nice. Darauf habe ich schon gewartet. Jetzt stehen uns alle Wege offen. Wir müssen nur noch hier rauskommen. Warum dürft ihr entscheiden, was ich haben oder nicht haben kann? Erschmettert. Aber habe ich es nicht schon mal gesagt in der Hauptstory? Weiß nicht, Episode 40, kann das sein? Rückblende? Vielleicht auch schon früher. Erstmal hier kaputt machen. Dass der Gestalter, was der für eine Funktion hat, ist er vielleicht das Gute und der Rat das Böse und wir stehen die ganze Zeit auf der falschen Seite und bekämpfen die Falschen? Jetzt geht es mit dem Gestalter, mit seiner Hintergrundstory in diesem DLC auf jeden Fall weiter. Boah, ich liebe es. Das ist echt, alle Fragen, die ich mir gestellt habe, werden da irgendwann aufgefasst und beantwortet. Oder zumindest auf eine gewisse Weise behandelt. Also das ist wirklich eine Story, die so überlegt. Das ist so... Welche Fragen würde sich die Community stellen oder die Gamer, die dieses Spiel spielen? Und früher oder später stößt man dann da drauf. Auf diese gleichen Fragen und im besten Fall sogar die Antworten. Oh. Aha. Stürzt in den Abgrund. Genau so. Hab ich mir das vorgestellt. Damit haben wir es geschafft. Very nice. Ich will nicht mehr durch die Astralebene teleportieren. Wenn ihr zuhört, ich will endlich Antworten haben. Oha. Ein langer Flur, ein Korridor. The Grey Mile. Okay. Das könnte interessant werden. Der Gestalter. Okay, jetzt können wir mal ein Wörtchen mit ihm reden, nicht? Hallo. Danke, dass du mir gegen den Willen des Rates etwas gegeben hast, aber... Was hast du davon? Ich soll also glauben, du bist einfach ein besonders gutherziges,
was auch immer du bist. Hunger? Ich meine, ja, eigentlich hätte ich sehr gerne ein Sandwich. Das hast du nicht gemeint, oder? Bist du Mitglied des Rats? Oder warst du das mal? Okay, du bist weg, weil der Rat dir Vorwürfe machte über... Gott, Charade spielen wäre einfacher. Muss ich jemanden retten? Was habe ich bloß erwartet? Also, das war echt nett, aber ich muss los. Danke für die Hilfe und, pass auf dich auf. Was soll ich der Gestalt mir über den Rat sagen? Hab ich dann bei mir? Ha. Ha, ha, ha. Na, wenn das nicht mal ein interessantes Gespräch war. Das wirft zwar mehr Fragen auf, als es beantwortet, aber... Also, wir wissen jetzt, der Gestalter gehörte ursprünglich zum Rat. Und hat ihn entweder aus freien Stücken verlassen, oder wurde gegangen. Aha, und er hat uns diese beiden Fähigkeiten quasi gegeben, oder zumindest jetzt die zweite. Gegen den Willen des Rates. Bahnt sich da ein Zwiespalt an? Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall höchst interessant. Okay, wir fahren jetzt mal nach unten. Ich denke, wir sind hier durch. Ab zum Eingang. Und diese Aufzugfahrt könnte ein bisschen dauern, deswegen würde ich sagen, lesen wir mal ein interessantes, aufschlussreiches Dokument. Nicht? Über die Erfindung des Energiekerns. Nach unzähligen Versuchen habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden, die umgebende Energie der Meridiane abzufangen und in einer Art nicht aristotelischen Batterie zu speichern. Ich nenne sie Energiekern. Es war zugegebenermaßen schwierig, eine Energie zu fassen, die ich kaum messen und mit der ich noch viel weniger interagieren kann. Glücklicherweise scheint das poröse Gestein der Höhlen im Fundament die nötigen leitenden Eigenschaften zu besitzen. Meine Energiekerne verwenden Steinspäne und Kupferdraht, um beträchtliche Mengen an Energie zu sammeln. Die frühen Prototypen haben sogar zu viel gesammelt, sodass ich den Behälter verstärken musste. Wir wissen noch nicht, welche Konsequenzen es haben wird, dass wir dieses Energiefeld anzapfen. Als Sicherheitsvorkehrung sollten die Geräte innerhalb des Hauses bleiben. Im Idealfall ist die Behörde nicht länger auf gewöhnliche Energiequellen angewiesen. Das ist meine bisher größte Leistung auf dem Gebiet der Ingenieurskunst. Ich habe mich schon immer für Erfindungen interessiert. Mir gefallen der kreative Aspekt und die festen Grenzen von Logik und Physik. Vater hieß das nie gut und nannte es banale Wissenschaft. Aus diesem Grund widme ich dieser Erfindung Theodore Ash Senior. Möge er in Frieden finster vor sich hinstarren. Ha! Damit wäre das Rätsel über diese mysteriösen Energiekerne und warum sie so aussehen, was es damit auf sich hat, warum sie so viel Strom liefern, auch geklärt. Wahnsinn! Jedes Detail wird hier aufgegriffen. Ich liebe es, ich liebe es. Okay, wir sind da. Jetzt suchen wir noch einen Safe Point. Und dann können wir uns die... Oha! What the fuck?
Ich liebe dieses Dreifachschleudern. Habe ich übersehen. Ha! Weggepumpt. Wow! Very nice. Okay, cool, dass das funktioniert. Was wollte ich vorhin sagen? Ja. Also, wir können ja jetzt hier mit der Brecherfunktion unserer Waffe durch sämtliche kristallversperrten Durchgänge gehen. Ich würde sagen, wir kehren erstmal zurück zum Knotenpunkt und arbeiten uns von da aus dann nach vorne. Und finden heraus, was sich in den geheimen, versteckten Gängen befindet. Nicht? Let's go.